Wir nehmen Blätter, vornehmlich der Areca-Palme im Moment. Ich habe mal eins mitgebracht. Und diese Blätter, die formen wir um zu Produkten. Ich habe hier so einen Teller von uns mitgebracht. Man sieht, der Teller ist eigentlich einfach nur aus dem Blatt ausgestanzt. Wir weichen die ein und dann kommen sie in die Presse und fertig. Das ist der große Unterschied bei uns zu den klassischen anderen Bioindustrien, die ja immer erstmal einen Rohstoff kreieren, wirklich mit viel Wasser und Energieaufwand, der dann schwer wieder reintegrierbar ist, wenn man Produkte draus gemacht hat. Wir sind ein Berufsbekleidungsunternehmen, das mit innovativen und nachhaltigen Stoffen Berufsbekleidung für die Gastronomie und Hotellerie produziert. Das, was uns unterscheidet, ist, dass wir wirklich die gesamte Lieferkette kennen und dass wir darauf auch Wert legen. Dazu zählen auch Reisen zu den Baumwollbauern in Uganda oder Kirgisistan. Und wir haben jetzt auch eine neue Linie, die Clean Ocean Kollektion, wo wir Plastikmüll aus dem Meer recyceln. Diese Kleidung ist industriewäschetauglich und zum Beispiel in einer Latzschürze sind 12 PET-Flaschen recycelt. Es hat sich dann auch so ein richtig netter Mut entwickelt. Jeder hat jedem ausgeholfen. Der eine hatte dies dabei, der andere hatte das dabei. Irgendwann haben alle von unseren Tellern gegessen, wenn sie sich irgendwo Essen geholt haben. Also ist eine richtige kleine Gemeinschaft entstanden. Das war schon ganz nett. Messen sind sehr, sehr wichtig für uns, um die Marke schnell bekannt zu machen und den Markteinstieg zu schaffen. Und deswegen war die Internorga auch so wichtig. Die Internorga ist eine perfekte Plattform, um sich als junges Unternehmen einem breiten Publikum zu präsentieren. Danach waren wir, wie alle von der Messe, völlig zu mit Anrufen und Kontakten und haben gesehen, was der Markt braucht und haben natürlich auch einiges davon mitgenommen, was wir an Produkten entwickeln können. Wenn ihr eine tolle Geschäftsidee habt oder ein tolles Produkt und ihr wollt sehen, wie das im Markt ankommt und ob ihr es etablieren könnt, dann geht in die Newcomers Area.